So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Heute zum Thema hohe Renditen, Anlagebetrug, Trading-Bots und Co. Ich möchte euch da einfach mal so ein bisschen einen Rundumblick geben, um das Thema kurz gefasst zusammenzufassen: Anlagebetrug. Das Thema Anlagebetrug ist schon so alt wie das Finanzsystem, den ersten wirklich sehr, sehr großen Anlagebetrug. Wenn wir jetzt quasi die normalen Börsen und die Finanzwirtschaft hier anschauen, den gab es in den 20er Jahren mit Charles Ponzi. Und die ganze Geschichte begann mit einem sogenannten Schneeballsystem, dem sogenannten Ponzi-Scheme, wie es ja mittlerweile auch im Englischen heißt. Worum geht es hierbei? Es geht hierbei darum, dass man quasi ein Lockmittel hat. Damit beginnt die ganze Geschichte. Gier frisst Hirn, ja, somit fängt so quasi alles an. Man verspricht also irgendwelchen Leuten extrem hohe Renditen und versucht damit eben Kapital einzusammeln. Das Ganze funktioniert meist so lange, solange eben immer wieder frisches Kapital nachkommt, bis dann eben irgendwann einmal dieses Schneeballsystem platzt und bäm, die gesamte Kohle ist weg, weil sich halt irgendwelche Leute daran bereichert haben. Und diese Geschichten haben sich in den letzten Jahrzehnten immer, immer weiter fortgesetzt. Und der letzte ganz, ganz große Fall, den wir weltweit gehabt haben, das war der gute alte Bernie Madoff mit seinem damals erfolgreichsten Hedgefonds. Und Bernie Madoff hat insgesamt über 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Und jetzt komme ich zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich zum Thema Durchschnittsrendite. Ihr müsst euch vorstellen, er hat 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt von wirklich großen, großen Investoren. Warum? Weil er es geschafft hat oder angeblich geschafft hat, 15% Rendite pro Jahr zu machen. Das ist nämlich in der Finanzwirtschaft eine Rendite, die langfristig gesehen einfach quasi fast unmöglich ist. Ja, es gibt nur wenige Ausnahmen da draußen, die es bis dato geschafft haben. Vielleicht auf Geschick oder auch Quäntchen Glück ein bisschen mehr zu schaffen. Aber merkt euch einmal die Zahl 15% per anno. Selbst die Deutsche Bank hat vor vielen, vielen Jahren versucht, einmal einen Fonds aufzulegen mit dem Ziel, zumindest 9-10% per anno an Rendite zu erwirtschaften. Und es war quasi zum Scheitern verurteilt, weil es im Endeffekt fast nichts da draußen gibt, was eine höhere durchschnittliche Rendite erwirtschaften kann. Der Einzige, der, wie gesagt, in den letzten 40, 50 Jahren es geschafft hat, ein bisschen mehr zu erwirtschaften, ist quasi auch der bekannteste Anleger der Welt. Ja? Das ist der liebe Herr Warren Buffett, der mit seinem Unternehmen Berkshire es geschafft hat, durchschnittlich eine Jahresrendite von ein bisschen mehr als 20% zu machen. Also, wenn euch irgendwelche Leute, und das ist gerade das Thema, warum ich das auch jetzt aktuell mache, denn ich bekomme fast jede Woche einen Anruf, fast jede Woche ein E-Mail von irgendwelchen meiner Kunden, die sagen, hey, ich habe da jetzt schon wieder irgendwo eine App, irgendwas auf YouTube, irgendwas, und das wird momentan gerade sehr populär und immer populärer auf sozialen Medien gesehen. Da kann ich ja ganz, ganz hohe Renditen machen. Und ich kann nur sagen, Leute, alles, was über 15 bis 20% hinausgeht, auf Dauer ist nicht möglich. Und da sollte eigentlich schon ein bisschen der gesunde Menschenverstand schon einmal ein bisschen einschalten, dass solche Geschichten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach sehr unseriös sind. Auf gut Deutsch, es handelt sich hierbei um Anlagebetrug. Meine persönliche Meinung. Es gibt diese Geschichten schon sehr, sehr lange. Ich bin ja schon seit mehr als 20 Jahren Vermögensberater und war auch jahrelang gerichtlich beeidigter Sachverständiger. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das vor allem deswegen gemacht, weil es mir immer sehr wichtig war, Leute zu schützen, Leute vor Anlegerbetrügern zu schützen. Und Anlegerbetrüger gibt es wie Sand am Meer. Wir haben auch diesen Fall gehabt, auch schon im Jahr 2004, 2005. Da kann ich mich damals noch erinnern. Das war dieser Internetboom, dieser ganze Hype und so weiter. Und damals gab es Aktienpower in der Schweiz. Und das haben mich damals auch sehr, sehr viele Leute gefragt. Und ich habe das Ganze mal ein bisschen recherchiert. Und da wurde ebenfalls mit sehr hohen Renditen quasi geworben. Man braucht auch nur wenig Kapital einsetzen. Und da gab es Goldpakete, Platinpakete und Turbopakete, die man kaufen konnte, also Pakete, die man kaufen konnte, um zu den erfolgreichsten Trading-Strategien zu kommen. Ja. Und wenige Jahre später, was war? Die Firma war auf einmal nicht mehr da, die Hintermänner waren nicht mehr da, das Geld war verschwunden. Und alle Leute, denen ich damals davon abgeraten habe, die haben sich auf einmal dann nach Jahren wieder bei mir gemeldet.
Weil häufig dauert es nur 2, 3, 4 Jahre, bis so etwas platzt. Ja? Und gesagt, wie komme ich jetzt zu meinem Kapital? Ja, in den meisten Fällen eben gar nicht. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Hintergrund von diesen ganzen Betrugsmaschinerien. Punkt Nummer A. Es geht eigentlich fast immer auf das junge Publikum. Ja, das junge Publikum, Leute, die gerade aus der Schule kommen, irgendwo im Alter zwischen 18 und 30 Jahre, die relativ wenig Ahnung haben von der Finanzwirtschaft, das sind quasi die Verkäufer der ganzen Geschichte. Also auf gut Deutsch, Leute, die einfach keine Ahnung haben von Finanzsystem. Spätestens wenn jemand, der noch nie etwas mit Finanzen zu tun gehabt hat, dir vielleicht etwas anbietet, ja, wo du hohe Renditen machen könntest, ja, oder kannst, ganz sicher, weil alles ist so safe und das geht ja so super einfach, dann sollten schon die Alarmsirenen schrillen, ja. Aber kommen wir da nochmals zurück. Das ist eben so dieses typische Publikum. 1999, 2000, als ich im Finanzbereich begonnen habe, also für über 20 Jahren, da waren diese Werbebotschaften noch relativ klar mit großen Segeljachten und schönen, protzigen Häusern und riesengroßen Renditen. Das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre ja nicht geändert. Ja. Jetzt sind es halt irgendwelche Leute mit rasierten Augenbrauen, großen Uhren und die fahren halt einen Porsche oder einen Ferrari oder sonst denke ich das, ja. Und gerade das junge Publikum lässt sich halt von diesen ganzen Geschichten sehr, sehr gerne blenden. So, dann gibt es mittlerweile auch schon wieder neue, schöne Geschichten dahinter. Vor ungefähr 5 bis 10 Jahren waren es die sogenannten binären Optionen und CFDs, die man da draußen machen hat können. Binäre Optionen ist aber dann irgendwann einmal komplett auseinandergebrochen, weil die meisten Geschichten dahinter einfach Betrugsmaschinerien waren. Und jetzt mittlerweile sind es halt Krypto-Trading, Krypto-Bots und künstliche Intelligenz etc. etc., wo man im Grunde genommen nichts machen muss und die verdienen einem halt das große Geld beim Nichtsmachen. Das berühmte Wort dafür nennt sich passives Einkommen, nie mehr arbeiten, einfach in der Sonne liegen, lasst das Geld für euch arbeiten. Leute, wenn das funktionieren würde, dann würde euch kein Mensch so etwas anbieten, denn dann würden die das selber machen. Ja? Ganz so einfach ist es. Zum Zweiten sieht man das auch bei diesen ganzen Geschichten immer wieder, quasi wie ein roter Faden durch alle diese Anbieter, dass es hier meistens nicht einmal ein Impressum gibt. Man weiß angeblich, was die Hintermänner sind, mit sehr schön geschönten Zahlen, ganz, ganz tolle Ausbildungen. Und wenn man da ein bisschen weiter hinein recherchiert, dann kommt man drauf, hey, die Leute gibt es eigentlich gar nicht. Auch die ganzen Rezensionen, die es dazu gibt, zu diesem ganzen Webseiten, sind schlichtweg einfach selber irgendwo platziert worden. Dann heißt es auch wieder, oh, die machen so schöne Renditen und schau doch mal hier auf mein Handy, wie die ganzen Zahlen nach oben gehen. Leute, wir leben im digitalen Zeitalter und nichts ist leichter zu fälschen oder zu manipulieren als ein gefakter Depotstand oder gefakte Renditen. Ja. Früher, ja, wo es die ganzen Apps etc. noch nicht gegeben hat, da hat man ganz einfach bei diesen Betrugsmaschen die Kontoauszüge gefälscht. Ja. Das war auch noch sehr populär bei vielen illegalen und grauen Brokern, die auf der schwarzen Liste gelandet sind. Es wurden einfach Kontoauszüge gefälscht und jeder dachte, hey, wir machen das Riesengeld, bis die Blase geplatzt ist. Und das ganz das Gleiche ist bei all diesen Renditen. Jeden Tag wird Rendite gemacht, jeden Tag, ja, und da schießt alles nach oben. Leute, all diese Geschichten sind gefälscht. So, die nächste Geschichte, die man dann sehr, sehr häufig einfach sieht bei all diesen Geschichten, ist, der Firmensitz ist im Ausland. Oh, welche Überraschung. Ja, der ein oder andere, der keine Erfahrung hat im Finanzbereich, würde noch sagen, ja, das ist ja an und für sich nichts normal, Abnormales in der derzeitigen vernetzten globalen Wirtschaft. Aber im Grunde genommen funktionieren all diese Geschichten relativ einfach. Ihr kriegt ein Lockangebot mit irgendwelchen hohen Renditen und im Endeffekt geht es ja gar nicht um das Produkt. Es geht darum, dass ihr wiederum neue Leute vermitteln müsst. Neue Leute, das ist ein Schneeballsystem. Das ist, wie gesagt, das, was ich eingangs bereits erwähnt habe. Denn nur so funktioniert ja das. Ja? Denn ich frage mich immer wieder, wenn das so erfolgreich ist, ja, oder wäre, warum brauche ich dann immer wieder neue Anleger? Ja, ich habe ja ein tolles Produkt, die Anleger kommen ja dann zu mir. Warum brauche ich jemanden, der wieder 15, 15 andere Leute mit an Bord holen muss, damit der ganze Müll eigentlich auch wirklich funktioniert? Weil es eben unterm Strich ein sogenanntes Schneeballsystem ist. So. Und damit die Kohle auch nicht abhanden kommt, da reden wir jetzt quasi über die Betrüger, macht man eben halt einen Firmensitz im Ausland. Denn irgendwann einmal sperrt man die Seite zu, die Gelder sind nicht mehr da, die Gelder sind weg. Und was machen die Leute aus Österreich oder Deutschland?
Ja, die können halt nichts machen, weil irgendwo in Südamerika oder auf Panama oder weiß ich, wo die ganzen Unternehmensgesellschaften halt sitzen, ist es halt schwierig, einen hier zu klagen und einen auf Konsumentenschutz zu machen. Wenn du also wirklich sicher gehen willst, ob dein Anbieter, der dir möglicherweise hohe Renditen verspricht, auch wirklich das machen darf, was er machen möchte, dann schau vielleicht einmal vorbei auf die Finanzmarktaufsicht Österreich oder in Deutschland bei der BaFin. Denn nur registrierte Unternehmen dürfen auch wirklich Finanzdienstleistungen vermitteln und anbieten. So, jetzt kann man aber dann noch sagen, ja, aber im Krypto-Trading-Bereich und im Kryptomarkt braucht man das nicht. Habt ihr vollkommen recht. Der Kryptomarkt ist unreguliert. Und jetzt komme ich zu einem weiteren sehr, sehr interessanten Thema, was vor allem die Vermittler von solchen Müllprodukten auch wirklich interessieren könnte. Denn ihr seid persönlich haftbar für das, was ihr macht. Bedeutet also, wenn ich drei Kunden am Land bringe, die Geld damit verdienen, weil es quasi im Endeffekt ein Betrug ist und die verlieren ihr Geld, dann kann ich als Vermittler dafür haftbar gemacht werden. Viel Spaß dann bei den Klagen in Österreich und in Deutschland, weil die meisten Vermittler sitzen in Österreich und in Deutschland und die wissen auch gar nicht, worauf sie sich da auch wirklich einlassen. Also, wenn auch dir quasi irgendjemand ganz, ganz hohe Renditen verspricht mit Trading-Bots und Kryptogeschichten etc., Leute, lasst einfach die Finger davon. Und wenn ich nur ein paar da draußen erreicht habe, die jetzt einfach sagen, okay, ist mir völlig klar, oder ich rufe vielleicht einfach mal an bei der Finanzmarktaufsicht in Österreich oder bei der BaFin in Deutschland. Macht das, erkundigt euch über das Unternehmen, schaut, ob es dort schon Anzeigen gibt etc., schaut, ob die vielleicht auch schon dort irgendwo etwas gemacht haben oder nicht gemacht haben. Meistens hilft auch der Konsumentenschutz und hört nicht auf irgendwelche Leute, die euch irgendwo von Dritten sagen, das war so toll oder ist so toll. Denn all diese Geschichten sind zum Scheitern verurteilt. Nach 2, 3 Jahren gibt es das Unternehmen nicht. Die Hintermänner machen einfach ein neues Unternehmen mit einem neuen Namen auf. Und all diese Unternehmen, ich musste auch gar keinen Namen nennen, ändern einfach alle Jahre ihren Firmennamen. Ja, schaut dort vielleicht ein bisschen nach. Und wenn man ein bisschen Intelligenz hat als wirtschaftsaffiner Mensch, dann braucht man nur nachschauen, wie lange existiert das Unternehmen schon und gab es zuvor vielleicht schon viele, viele andere Namen. Und spätestens dann seid ihr schon einen gewaltigen Schritt weiter. Ähnliche Geschichte gab es auch jetzt von Anola Trading, habe ich jetzt jüngst auch von einem netten Kollegen von mir aufgegriffen. Schaut auch hier unter das YouTube-Video ist ein Link dabei, Neffets. Anola Trading, auch die ganz gleiche Geschichte. Auch hier haben wir Trading-Bots und hohe Renditen und junge Leute, die mit Ferraris durch die Gegend chauffiert werden und euch sagen, wie schön es ist, mit passiven Einkommen ganz, ganz viel Geld zu machen. Ja, von heute auf morgen ist die Internetseite down und keiner kommt mehr zu seinem Geld. Und dann kommen die Leute dann immer wieder zu uns und sagen, okay, lieber Achim oder zu mir, wie kann ich jetzt vorgehen? Leute, das Geld ist in 99% aller Fälle einfach weg und ihr werdet von eurem Geld halt nie mehr etwas sehen. So einfach funktioniert Anlagebetrug. In diesem Sinne, weiterhin Happy Trading und gutes Anlegen. Wir sehen uns auf ratgebergeld.at.